Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator und einer weiteren Runde Let's Talk About. Und da Gregor und ich ja schon so viel Erfahrung damit haben, uns durch Space Marine Legionen zu bewegen, bin ich sehr froh, ihn heute wieder begrüßen zu dürfen. Hallo Gregor. Hallo Stefan. Und unser heutiges Thema sind die badmannigsten Space Marines, nämlich die Night Lords. Richtig, die Evil-Knievel-Variante von der Raven Guard, in mancherlei Hinsicht. Genau. Haben wir beim letzten Mal schon festgestellt, als wir über die Raven Guard geredet haben. Das stimmt, ja, da haben wir schon gesagt, dass das eigentlich ein ganz wunderbares Pairing wäre, die mal gegeneinander antreten zu lassen. Aber um ehrlich zu sein, stimmt, darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht. Ich kenne gar keine Night Lords-Spieler. Kennst du da jemanden, der das macht? Nicht aktiv, aber gut, ich spiele halt hier in meinem Berliner Umfeld auch selber gar nicht 40k. Komme ich gar nicht zu. Also es gibt mit Sicherheit Night Lords-Spieler, weil sie als Armee ja auch ganz spannend sind. Gut, das, was sie so spannend macht, kannst du im normalen 40k-Spiel eigentlich nicht umsetzen, aber das ist ja ein anderes Problem. Das stimmt, ja. Allerdings, insgesamt ist sich ja von unseren Zuhörern gewünscht worden, dass wir erstmal so ganz allgemein immer so ein bisschen in das Thema einführen. Und genau das machen wir dann jetzt auch. Die Night Lords sind eine Space Marine Legion, eine von 20, die geschaffen worden sind vom Imperator, um den Kreuzzug zu den Sternen zu tragen und die Menschheit erneut zu vereinen und gegen Xenos, Mutanten und allerlei Alien-Völker zu kämpfen. Was man über sie wissen muss, ist, dass sie eigentlich schon von Anfang an eine der Space Marine Legionen waren, die es am schwersten hatte oder die eigentlich eine der widerwärtigsten Erschaffungsgeschichten haben. Wobei, Gregor, ich glaube, das sagen wir eigentlich bei jeder, oder? Die Raven Guard hat auch nicht. Geht so. Die Raven Guard hat es nicht so leicht, aber die Raven Guard hatte nicht von Anfang an in der Form die Arschkarte. Das stimmt, ja. Dürfen wir eigentlich Arschkarte? Doch, wir dürfen Arschkarte sagen. Natürlich dürfen wir Arschkarte sagen. Top. Arschkarte. Wir haben unseren Vorrat aufgebraucht. Verdammt. Die Night Lords wurden ursprünglich rekrutiert aus den sogenannten Gefängnisgruben auf Terra. Und dort unten herrschte letztlich völlige Anarchie. Es waren quasi Gänge und alte Minenschächte und dergleichen mehr, wo man die schlimmsten und widerwärtigsten Menschen, die man finden konnte und die sogar in dem anarchischen Vorimperator Terra Verbrechen gegen alles Mögliche begangen hatten, einfach reingeworfen hat sozusagen, um die da zu entsorgen. Und dort hat sich dann eine eigene Gesellschaft gebaut, die da in völliger Dunkelheit vor sich hin gelebt und anarchisiert hat. Salopp gesagt, Necromunda nur in schlimm. Ja, genau. In der Tat. Und aus diesen Menschen da unten, die der Imperator dann teilweise eben die stärksten und besten der, eigentlich Kinder, muss man sagen, oder Kinder, Jugendlichen, die man da eben gefunden hat, die hat man ans Tageslicht geholt und hat ihnen dann die Gensaat der Night Lords eingeimpft und sie in Space Marines verwandelt. Und total die super Idee. Kinder, die aus einer völlig anarchischen Umgebung, aus purem Verbrechern kommen, lasst uns denen die mal zu Übermenschen machen und ihnen die besten Waffen geben, die wir haben. Was kann da schon schief gehen? Ja, genau. Also das war irgendwie, keine Ahnung, eine der Sachen, die mich am Hintergrund extrem verwundert hat bei den Night Lords, dass da insgesamt, wenn man sich das Lore anschaut, der Imperator als eine sehr, sehr kurzsichtige Person fast schon daherkommt. Weil nicht nur dahingehend muss das ja schiefgehen, zum Beispiel wird ihnen auch verweigert, den imperialen Adler zu tragen. Also die Night Lords als Fraktion tragen das Zeichen der Einheit des Imperiums gar nicht auf ihren Rüstungen und dürfen es auch nicht. Und während dieser Unification Wars, also während der Imperator Terra eint, werden die Night Lords, diese neuen Rekruten, die da eben geschaffen worden sind, auch tatsächlich dazu verwendet, um diejenigen Gebiete der Erde, die, nachdem sie schon eigentlich unter die Herrschaft des Imperators gezwungen worden sind, sozusagen loyal zu halten, indem die Night Lords als eine Art Drohtaktik oder dann auch als so eine Schreckenswaffe eingesetzt werden, die eben die Gebiete, die doch illoyal werden, dann mit Tod und Schrecken, Vernichtung und Terror überziehen. Und das mit diesen aus dem Gefängnis geholten Kindern, denen man dann auch noch diese fragwürdige Gensaat einsetzt, zu machen und ihnen das sozusagen diese imperiale Identität vorzuenthalten. Also ich weiß nicht, wie das hätte gut laufen sollen. Ne?
Finde ich zugegeben, also das ist an der Stelle, wo ich auch sage, da kommen wir dann gleich zu, wenn wir zum Primarchen kommen und seiner Heimatwelt. Das ist ein Stückchen auch gefühlt zumindest für mich bei GW, was das Lore angeht, so ein bisschen Lazy Writing. Und nach dem Motto, die Kinder auf der Erde werden sozusagen aus den Gefängnissen rekrutiert. Und natürlich wird der Primarch durch den Warp auf einen Planeten voller Verbrecher geschmissen. So. Echt jetzt, Leute. Das stimmt. Ich fürchte, da ist Games Workshop auch irgendwie ganz, ganz oft noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, hinten dran. Ne? Diese Sachen kommen ja teilweise aus, ich weiß gar nicht, den späten 70ern, frühen 80ern? Früher 80er. Aber ich Früher glaube, 80er. so detailliert über die Night Lords sich einen Kopf gemacht hat, hat man sich ja lange nicht. Also gerade diese Herkunftssachen, die sind ja im Grunde genommen erst so ausdefiniert worden, als Ho die Horus-Heresie als Spielinhalt, als Spielsetting aktiver bearbeitet wurde. Das war ja so 20 Jahre lang, war zwar festgelegt, so ja, der kommt halt von Nostramo und das ist irgendwie dieser Verbrecherplanet. Aber wo sozusagen die terranischen Legionäre herkommen, wie die sozusagen von der Rekrutierung herstammen, das ist sich ja erst deutlich später überlegt worden, wo man sagte, okay, das war halt einfach auch billig übernommen. Ah, crap, und da wollte ich Games Workshop gerade verteidigen, ne? Aber Nö, das stimmt, wenn das, ja, versagt. Mensch, klappt hier nicht. Ja, genau, aber das ist tatsächlich, gebe ich dir absolut recht, dass das irgendwie so eine sehr, sehr offensichtliche Sache ist, wo man auch durchaus mehr Schichten hätte einbauen können und es komplexer hätte machen können und dann zu sagen, so, die sind halt leider alle von Moment 1 an eigentlich krasse Mörder- und Terrortruppen und die werden schon quasi darauf vorbereitet, ans Chaos zu fallen. Und der Imperator schaut halt zu und denkt so, naja, das wird schon irgendwie gut gehen. Es Das klappt halt schon. genau. Dazu kommt tatsächlich auch, das ist eine Sache, die da weiter mit reinspielt und wo ich dir absolut recht geben würde in Sachen Lazy Writing. Die genetisch sind die Night Lords, die Space Marines, die mit weitem Abstand beste Nachtsicht haben und somit quasi in der Lage sind, in absoluter Dunkelheit zu operieren. Gleichzeitig sind sie aber super lichtempfindlich. Das bedeutet, sie können quasi unter normalen Lichtverhältnissen nicht ohne, ja, Linsen und Lichtdämpfer arbeiten und verbringen somit ein Leben in völliger Dunkelheit, was dann halt nochmal irgendwie, weiß ich nicht, Ja. diese ganze Erschaffung der Night Lords zu so einem extrem irritierenden Thema macht. Absolut. Also das ist an ein paar Stellen halt so unglaublich absurd in dem Schreiben. Aber lass uns mal so zu diesen Basissachen zurückkommen bei den Night Lords. Die sind, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, die siebte oder die achte Legion. Ich glaube, Achte Legion. müssen die achte Legion sein? Genau. Also weil ja die Zuhörer auch gefragt hatten, dass wir so ein paar Basics wie Rüstungsfarbe und sowas reinnehmen. Die tragen nachtblaue Panzerung, also sehr, sehr dunkles Blau mit im Grunde genommen klassischer Vampirsymbolik, geflügelte Schädel. Also wenn man sich die Warhammer Fantasy Vampirfürstentümer anguckt, da taucht bei den Blutdrachen im Grunde genommen so dieses Thema Schädel mit Fledermausflügeln immer wieder auf. Und genau das haben die Night Lords halt auch, als ihr praktisch Legionswappen. Genau, sie sagen auch von sich selbst, wir sind gekleidet in Mitternacht, wenn Genau. sie in die Schlacht gehen, also in dem Moment, in dem sie quasi die volle Rüstung anlegen, ist das so ein Richtig. bisschen das, wie sie sich selbst wahrnehmen und sehen, also diese Kämpfer in Genau. ewiger Nacht. Richtig. Genau, an Fähigkeiten, die sie einzigartig machen, da weiß ich jetzt nicht, ich habe es mehrfach irgendwo gefunden, aber ich habe es vorher noch nie gehört gehabt, stand, dass sie einen sehr, sehr hohen Fledermaus-vampirartigen Schrei ausstoßen können, der Opfer lähmt und ja, letztlich das Opfer taub macht. Das habe ich zugegebenermaßen auch ein, zwei Mal irgendwie gelesen, konnte aber keine wirkliche Quelle dafür finden. In den Night Lords Romanen passiert das de facto gar nicht. Und irgendwie eine spieltechnische Regelung dafür existiert meines Wissens zumindest auch nicht. Also es ist ein bisschen Genau. absurd. Ja, ich habe erst neulich einen Roman gelesen, diesen neuesten Siege of Terror-Roman gelesen, wo ein Held der Blood Angels gegen einen Night Lord kämpft Ach, und da wäre. den Painted Count oder wie der heißt? Ja, genau. Und da wäre diese Situation, also ich sage jetzt mal, da wäre den Blood Angel anschreien zu können, um mal kurz eine Sekunde Ruhe zu haben, vielleicht eine ganz nützliche Fähigkeit Ja, aber gewesen. es wird halt nirgendwo erwähnt. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Also, da wir es beide gefunden haben, denkbar, dass es das gibt, aber wir haben es noch nie diskutiert. Obskures, vom potenziell irgendwann eigentlich geredconntes Lore.
Ja, genau. Ja, obwohl ich habe ja gesagt, in dem letzten Why Is It Cool, ich glaube nicht an das Retconning von GW, sondern der Plan, dass es einfach keine gesicherte Information gibt, erscheint mir als ein sehr guter, wenn Ja. man ohnehin schon längst die Kontrolle darüber verloren hat, was es eigentlich alles im eigenen Hintergrund gibt. Ja, könnte man so interpretieren. Ja, aber also ich finde bei den Night Lords diesen Ansatz, dass sie halt im Gegensatz zum Beispiel zu den ursprünglichen Ultramarines oder den Imperial Fists, die ja aus sehr, ja, in Anführungsstrichen gut bürgerlichen Schichten rekrutiert werden, dass du halt eine Legion hast, die einfach ganz, ganz unten ihre Leute herbezieht. Also selbst innerhalb dieser postapokalyptischen Welt, Terra, einfach völlig die Angearschten sind. Ja, also das einmal und natürlich auch, dass da eine gewisse, wie soll ich sagen, die Night Lords sind natürlich fast die Legion, die am besten dieser Vision des Imperators den Spiegel vorhält, ne? Und sagt so, hey, du hast letztlich, nimmst du jungen Menschen ihre Zukunft, also sofern es sowas im Warhammer 40k-Universum gibt, aber und ihr Sein weg, um zwischen den Sternen Krieg zu führen und dann soll das aber bitte mit Zurückhaltung passieren. Warum zur Hölle sollten wir das machen? Das finde ich eigentlich eine ganz spannende Idee, dass man halt sagt, so, okay, in letzter Konsequenz gedacht, können wir da eigentlich machen, was wir wollen, weil Hauptsache es passiert irgendwie, ne? Und du hast ohnehin schon jede moralische Regel 6000 Mal gebrochen, da macht unser Verhalten das Kraut jetzt auch nicht mehr fett. Richtig. Wenn ich das, also gerade wenn ich jetzt das Lore so richtig auf dem Schirm habe, die Legion war ja auch eigentlich, so wie du es auch gerade erwähnt hast, eigentlich keine von den Frontlegionen. Die ist halt ja fast, also natürlich sind die auch für Eroberungen eingesetzt worden, aber die sind ja im Endeffekt eher zum Befrieden oder Kontrollieren bereits eroberter Welten eingesetzt worden. Genau, Dieses das klassische, wir fliegen los, finden einen neuen Planeten mit Menschen drauf, sagen, ihr macht jetzt mit, oder halt einen Alien-Planeten, wo nicht gesagt wird, ihr macht jetzt mit, und dann Attacke Hü. Das ist ja offenbar so in den Kernaufgaben der Night Lords gar nicht so vorgesehen gewesen. Genau, also es war tatsächlich so oder wird oft so beschrieben, dass die Night Lords eben auch gar nicht mal so im Vergleich zu anderen Space Marine Legionen in diesen Frontkämpfen per se gut waren, sondern eben wirklich diese Terrorwaffe waren, die dem großen Kreuzzug fast eher ein bisschen hinterherzog und sozusagen frisch Unterworfene oder frisch, da gibt es dieses schöne Wort, in die Compliance gebrachte, also in die, Ja. wie ist denn die deutsche Übersetzung, Mensch? Gefügig gemacht worden, Genau, ja. gefügig gemacht worden sind, da nochmal sichergestellt haben, dass da jetzt die örtlichen Machthaber ganz sicher nicht auf blöde Ideen kommen, weil sie sich sonst mit den Menschen mit den nachtblauen Rüstungen und den Vampirschädeln rumschlagen müssen. What could possibly go wrong? In der Tat, ja. Was kann da schon schief gehen? Genau, Aber dann. kommen wir mal weg von den sozusagen von diesem ganzen grundsätzlichen Kram und hin zu ihrem Chef und Genau. genetischen Vater. Jetzt ist die große Frage, Conrad Curse, oder? Also Ja, also wie ich würde Fluch sagen, ausgesprochen. es wird wie Curse ausgesprochen. Vermutlich haben sie, typisch Briten, ja, wir schreiben das auf Deutsch mit K, dann Dann klingt es merkt das schlimmer. keiner. Ja, oder so, genau, klingt schlimmer. Okay, genau. Der wuchs auf dem Planeten Nostramo auf. Über den muss man eigentlich gar nicht so viel wissen, außer dass es ein krasser, chemisch verseuchter Verbrecherplanet war, der für das Imperium Adamantium herstellt und ja, letztlich eine Industriewelt ist, über die das Imperium schon vor langer Zeit jede Form von Recht und Legislatur verloren hat und wo letztlich es nur darum geht, dass die Adamantium-Quote, die der Planet liefert, auch stimmt und ansonsten die Menschen da drin machen konnten, was sie wollten und in diesem Planeten Verbrecherbanden und Verbrecherclans letztlich die Kontrolle vollständig bereits erworben hatten. Genau, Konrad Kurs. Ich komme darüber nicht weg, das ist mir bis gerade nicht aufgefallen. Okay, Konrad Kurs taucht dort auf, wird wie alle anderen Primarchen ja von den Chaosgöttern entführt und im Warp verstreut. Nostramo ist seine Heimatwelt, aber im Gegensatz zu den meisten anderen Primarchen wird er nicht gefunden und aufgezogen, sondern er lebt quasi in dieser Verbrecherwelt und hat zumindest am Anfang noch ein sehr, sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden und sieht aber keine andere Möglichkeit, als diese Verbrecher letztlich durch Terrorangst und Schrecken Bruce Wayne-artig zu verfolgen und umzubringen und aufs Schrecklichste, also
Das tut Batman ja äußerst selten und je nach Inkarnation, aber Konrad Kurst tut es eben da dann entsprechend auch schrecklichste und grausamste Taten an diesen Verbrechern zu verüben, um die restlichen Menschen sozusagen zu demotivieren, ihm das, den Verbrechern das nachzumachen. Salopp gesagt, Conrad Curse ist Batman, nur mit der Bereitschaft, den Joker auch wirklich umzubringen. Ja, in der Tat, genau. Das macht aber schon, das spielt in eine weitere Hintergrundfähigkeit hinein, die Conrad Curse hat, nämlich genau wie Sanguinius und auch der Imperator selbst ist er in der Lage, die Zukunft zu sehen. Aber alle Visionen, die der Primarch der Night Lords hat, sind immer der schlimmstmögliche Ausgang einer Situation. Also wo Sanguinius und der Imperator noch mehrere Zukunftsmöglichkeiten sehen, sieht er immer nur die denkbar größte Katastrophe und fühlt sich deswegen moralisch verpflichtet, diese um jeden Preis zu verhindern. Und da wird es dann natürlich plötzlich sehr, sehr einfach, sich ja Die sozusagen moralische Legitimierung. genau alles herzudenken, was man eben gerade braucht, um noch so großer, ja, weiß es gar nicht, Unmensch, Gräueltaten, ja. ja, Gräueltaten zu begehen. Genau. Genau, als er vom Imperator gefunden wird, ist das auch eine relativ, ja, düstere Szene. Er stellt sich sofort in seinen Dienst und scheint schon zu wissen, dass der Imperator ihn einsammeln wird. Und Konrad Kurse wird tatsächlich von Fulgrim ausgebildet Richtig. in den Wegen der Adeptus Astartes. Ja, was so ein bisschen absurd ist. Das ist richtig, das stimmt. Dass man, auch wenn man sich die beiden so vorstellt, ich kann mir vorstellen, dass da ganz oft irgendwie ein Augenrollen dabei war. Ja. Wenn Fulgrim wieder, oh, Perfektion und Kunst, ole ole. Genau, das muss Und alles sehr Conrad so, schön sein. der Emo-Typ so, ist doch eh alles scheiße. Genau, ich habe den jetzt ausgeweidet, war das richtig so? Genau. genau. Als er sich dann dem großen Kreuzzug anschließt, ist Conrad Curse tatsächlich eine Figur, die von den anderen Primarchen ebenso gemieden wird, wie er auch die anderen Primarchen meidet. Am liebsten ist er unter seinen eigenen Space Marines, denen er dann auch seine Wege des Kämpfens beibringt, wobei, Gregor hat es ja schon gesagt, da war wahrscheinlich gar nicht mal mehr so viel beizubringen. Also im Vergleich zu anderen Primarchen hatte Conrad Curse da ja ohnehin schon eine Gruppe von Verbrechern und Schlagetots und Terrortruppen an seiner Hand. Denen musste er, glaube ich, nur noch so einen ganz kleinen Schubs geben, um seine Art der Kriegsführung da bei denen durchzusetzen. Die ganze Sache hat gerade mit den Rekrutierungen auf Nostramo nochmal einen ganz anderen bitteren Haken. Okay. So die erste Welle, sozusagen, die mitgenommen wird, die ist jetzt nicht von Curse selber handverlesen rekrutiert worden, aber der hat sozusagen die Geeigneten sich geholt. Die späteren Rekrutierungswellen, das sind praktisch immer diejenigen gewesen, die Curse-Regeln, was Verbrechen etc. angeht, gebrochen haben, im Knast gelandet sind, jung genug waren, um sozusagen Space Marines werden zu können. Und die sind dann als neue Rekruten an die Legion überstellt worden. Das bedeutet, er hat halt weiterhin Mörder, Vergewaltiger etc. bekommen. Ja, zum einen das und zum anderen ist dadurch natürlich auch diese Bindung an den Primarch eigentlich ab Minute 1 tief gestört, ne? Richtig. Weil Die wenn mögen den du. halt eigentlich gar nicht. Die wollen eigentlich nicht ihm dienen. Ja, genau. Und wenn dazu kommt, dass man eigentlich es als Strafe empfindet, ein Space Marine zu sein und das alles tun zu müssen, ist das natürlich auch nochmal eine ganz, ganz andere Herangehensweise, als das jetzt beispielsweise eigentlich bei allen anderen Legionen ist, wo das ja als eine sehr große Ehre verstanden wird, Genau. überhaupt dem Imperator dienen zu dürfen, ne? In dem Kontext ist im Grunde genommen, finde ich auch ganz spannend, es kommt ja jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist das, glaube ich, noch nicht erschienen, für die Horus-Heresie von Forgeworld praktisch das nächste große Kampagnenbuch, in dem es sich vorrangig um Night Lords und Dark Angels dreht, deren Konflikt während der Heresie. Road to Tramas, ne? Genau, Road to Thramas. Und da werden auch die Night Lords Terminator-Einheiten beschrieben. Und da wird explizit gesagt, das sind natürlich auch alles Verbrecher, aber aber praktisch die Truppen, die dann die Terminator-Rüstung kriegen, das sind die Kinder von irgendwelchen Verbrecherfürsten, also praktisch der Nostramo-Adel, der Verbrecheradel, die es auch für unter ihrer Würde erachten, mit den normalen Straßenverbrechern zusammenzudienen.
Ja, das ist ja auch alleine eigentlich undenkbar in allen anderen Space Marine Legionen, dass jemand sowas überhaupt äußern würde. Ne? Dass wenn man sich bei den Ultramarines vorstellt, dass da irgendein Space Marine überhaupt Bezug auf sein altes Leben nimmt, das ist ja eigentlich, kommt ja gar nicht in Frage. Und da ist das fast sogar schon belohnt in irgendeiner Form. Genau. Also auch ganz, ganz abgefahren. Insofern, wenn man bereit ist, die Kohle auszugeben für diese Forge World Horus-Heresy-Bücher, die liefern halt wirklich, wirklich viel Hintergrundmaterial zu den jeweils beschriebenen Legionen. Das muss man denen einfach wirklich lassen. Ja, und auch die, ich muss auch sagen, die Dings, die Terminatoren, die Nightlord Terminatoren sind auch einfach übel hübsch. Also bin da schon sehr überzeugt. Vor allem, also irgendwie kriegen sie es hin, etwas hübsch zu machen, was eigentlich so kitschig ist, dass es nicht funktionieren sollte in meiner Welt. Ne? Also Richtig. diese irgendwie Totenkopf-Terminatoren, großartig, wobei die gar keine Totenköpfe haben, sehe ich gerade. Also doch überall, aber nicht. Ach doch, nee, die Helme sind auch Totenköpfe. Entschuldigung, Gott sei Dank, natürlich. die Helme sind auch Schädel. Selbstverständlich. Was ich ganz witzig finde, auch die Nightlords haben ja so eine ikonische Waffe, die praktisch nur in ihrer Legion eingesetzt wird. Die haben halt, alle anderen haben Kettenschwerter, Kettenäxte oder sowas. Nightlords haben Kettenstangenwaffen. Nämlich Stimmt, richtig. Kettenglaiven. Genau, Die die hat praktisch bei auch. denen so die Elite-Waffe ist. Ich finde tatsächlich auch der Lord Discordant, also dieser. Stimmt, der hat ja auch eine. Genau, und ich finde tatsächlich, der ist auch. Also, wenn ich es mir frei aussuchen hätte dürfen, finde ich, wäre der am ehesten ein Night Lords Modell geworden. Ja Also gut, einfach warum vom. nicht? Kannst du ihn doch entsprechend bemalen. Ja, jetzt ist er schon Black Legion, aber ich muss irgendwie sowieso noch eines Tages mal rausfinden, wie man Chaos Space Marines spielt. Das ist bis heute Ich meine auch. Und große Bürde. wenn ich meine Raven Guard fertig habe, weiß ich, ich will dieses Jahr auch noch meine Black Legion Armee, die hier nur grundiert rumsteht, auch noch fertig bemalen. Ja, wir müssen, ohne Witz, vielleicht suchen wir uns mal irgendjemanden, der es wirklich kann und hören uns da mal an, wie das funktioniert, weil das ist bisher immer ein bisschen peinlich gewesen, wenn ich mich da dran probiert habe. Ja, ich mach's mir da einfach. Also ich meine, ich mach, auch wenn wir damit jetzt gerade hart abschweifen, Ah ich ja. grundiere die halt mit Metallic. Baller dann schwarzen Kontrast drüber und mache die Farben der jeweiligen ehemaligen Legionen, aus denen die Truppen herkommen, auf den linken Schulterpanzer. Dadurch sind sie Oh. sozusagen ein bisschen individualisiert. Ich habe halt in jedem Trupp dadurch 7 oder 8 verschiedene Zugehörigkeiten, kann dadurch halt auch ein bisschen, wenn ich will, Fluff reinbringen. Okay, der Trupp stammt halt komplett aus Legion XYZ. Der ist völlig bunt durchmischt und im Endeffekt dadurch geeint, dass sie halt Abaddon folgen, so eine Sachen. Dadurch lässt sich, glaube ich, einiges machen. Ja, das stimmt, das ist eine coole Idee. Das Aber ist. das ist halt völlig themenfremd zu dem, worüber wir eigentlich reden wollen. Das ist richtig. So, Nightlords, wo waren wir? Achso, Conrad Curse. Genau. der hat, genau, dann während des Großen Kreuzzuges einen krassen Streit mit Rogel Dorn, als Ja. es um das Anwenden seiner Taktiken geht, weil natürlich der Praetorian of Terror da tief in seiner Ehre verletzt ist, als er sich anschaut, was die Nightlord Space Marines da so machen. Genau, worum es genau in dem Streit geht oder was da passiert ist, habe ich jetzt gerade weder gefunden, noch ist es irgendwo aufgeschrieben, meine ich, aber das Ende des Streits ist quasi, dass Conrad Curse flieht, also er flieht vor Rogel Dorn und Nein, nein, stimmt so nicht. oh, okay. Die geraten in Streit und gehen aufeinander los und Curse prügelt Rogel Dorn halt halbtot. Ah, okay. Der wird im Endeffekt dann, weil Fulgrim da auch in der Nähe ist, die sind alle im selben Kriegsgebiet eingesetzt, Fulgrim kriegt das mit und geht halt irgendwann dazwischen und hält halt Curse de facto davon ab, Rogel Dorn totzuschlagen. Ja, das ist natürlich was ich so gar nicht hören will. Was ist da los, Gregor? Rogel Dorn, also Curse lässt sich dann auch in dem Wissen, dass das, was er gerade gemacht hat, völlig inakzeptabel ist, lässt sich auch freiwillig festnehmen und einsperren. Und es ist eigentlich vorgesehen, dass er vor ein Tribunal aus anderen Primarchen gestellt wird, weil ganz klar ist so, über einen Primarchen können nur andere Primarchen richten oder der Imperator selber, aber der ist ja auf Terra und weit weg. In der Zeit, wo er praktisch in so einer Zelle sitzt, kriegt er irgendwann die Info, dass Nostramo während seiner Abwesenheit in alte Verhaltensmuster zurückgefallen ist, was das Thema Verbrechen angeht. Dass sozusagen die Drohung, diese Schreckensherrschaft, die er errichtet hat, offenbar so ein Stück weit in Vergessenheit gerät, weil die Leute es irgendwie nicht mehr für nötig halten, sich dran zu halten.
und bricht daraufhin aus dieser Zelle aus, in die er sich eigentlich freiwillig begeben hat, tötet dabei auf der Flucht auch einiges an Imperial Fists und auch an Emperor's Children Marines und flieht praktisch mit seiner Legion nach Nostramo, kriegt dort dann die Bestätigung, ja, das Gerücht, dass die sich praktisch von ihm abgewandt haben, trifft zu und gibt daraufhin den Befehl, den Planeten zu zerstören. Weil Nostramo hat eine gigantische Schlucht, so ein bisschen der Grand Canyon mal 1000, die im Grunde genommen, das ist in diesem Adamantium-Mantel des Planeten, ist das die einzige wirkliche Schwachstelle, wie praktisch eine Bruchlinie zwischen zwei tektonischen Platten. Und Kurse weiß halt, das ist die einzige Stelle sozusagen, die wirklich für Beschuss und sozusagen, wenn man den Planeten ernsthaft beschädigen will, wirklich anfällig ist. Und gibt den Befehl, dass die komplette Night Lords Legionsflotte genau diesen einen Punkt beschießt. Und zwar so lange, bis der Planet auseinanderbricht. Ja, genau, da bin ich jetzt zumindest dann wieder up to date, genau. Genau. Nostramo wird zerstört. Richtig. Ja, was ja eigentlich verrückt ist von der ganzen Situation her, na, das zeigt, was diesen Primarchen wirklich wichtig waren. Allein die Idee, dass er überhaupt bereit ist, einen anderen anzugreifen. Okay, ich kann mir vorstellen, dass Rogue Dorn jetzt auch nicht unbedingt die perfekten Worte gefunden hat, um seinen Unmut da Nö, irgendwie eher auszudrücken. nicht. Aber die Idee, dass er quasi erkennt, was er da falsch gemacht hat, sich freiwillig einsperren lässt, dann merkt, hey, okay, mein Heimatplanet ist wieder kriminell, was ja eigentlich jetzt, also ich sage jetzt mal, jeden anderen hätte das wahrscheinlich nicht so überrascht, dass das passiert ist. Und dass er dabei sozusagen Ruf und, also ja, Ruf und Zukunft einfach völlig selbstsüchtig aufs Spiel setzt und sagt, ach, das ist jetzt eigentlich alles gar nicht so wichtig, Hauptsache, das mit Nostramo läuft irgendwie. Das zeigt ja auch schon, wie sozusagen, wie gering sein Anspruch an Erfolgserlebnisse sozusagen ist, ne? Dass er überhaupt diesen großen Kreuzzug als etwas wahrnimmt, was man gar nicht so sehr ernst nehmen muss, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass sie gar nicht, dass die Night Lords insgesamt natürlich auch diesen Kreuzzug nicht als einen Eroberungs-, sondern eher als einen, ja, als wie lässt, Polizeieinsatz? ja, genau, letztlich wahrgenommen haben. Und dann macht es auch schon ein bisschen mehr Sinn, dass er Nostramo da so eine hohe Bedeutung zu, ne? Wenn er seinen eigenen Heimatplaneten schon nicht kontrollieren kann. Richtig. Das ist so der Punkt, das glaube ich, bei Curse ganz stark reinspielt. Wie soll ich denn praktisch für den Imperator Welten befrieden, wenn ich nicht mal die eigene Heimatwelt unter Kontrolle halte? Und eskaliert da halt einfach völlig. Geringe Überbetonung von Gewalt. Genau. Ach ja. Genau, dann sind wir quasi, genau, dann werden die Night Lords nach Terra zitiert im direkten Anschluss, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, es soll passieren, der Befehl erreicht sie auch gar nicht. Soweit kommt es nicht, weil genau in dem Moment halt die Nummer mit der Horus-Heresie ernsthaft losgeht. Ah, okay. Und die Night Lords damit zu einer der Verräterlegionen gehören, die sich nie aus Überzeugung und irgendwie einer Hinwendung zum Chaos der Rebellion angeschlossen haben, sondern so, wir sind doch sowieso am Arsch, dann können wir jetzt auch mitmachen bei der Rebellion, weil dann haben wir wenigstens eine Chance, aus der Nummer rauszukommen. Ja, das war. Deswegen die Night Lords irgendwie auch nie, also Night Lords praktisch dienen dem Chaos im klassischen Sinne auch gar nicht. Die nutzen das Chaos, wenn es ihnen etwas bringt. Aber sie folgen praktisch nicht wie dass jetzt die Worldbearers oder die anderen stärker Chaos-affinen Legionen tun, die folgen nicht den Chaos-Göttern. Sie sehen es als Mittel zum Zweck, weil sie halt nicht zurück können. Ja. Genau, dann während der Horus Heresy habe ich jetzt zu den Night Lords eigentlich gar nicht mal so viel gefunden, was, also da gibt es ganz, ganz viele Geschichten, dass einzelne Night Lord Charaktere und Figuren da deutlich von Dämonen versucht werden und auch teilweise an sie fallen. Also gerade Ja, Stichwort der Painted genau, Death. der auf Terra ja an den Dämonen Genau. final fällt. Genau, Painted Court heißt er, oder? Wie? Painted Count. Painted Count. Genau. Genau, Und dann, richtig. ansonsten werden die eigentlich weiterhin als Terrorwaffe eingesetzt und das Road to Thramas ist noch nicht draußen. Das bedeutet, ich Genau. habe da jetzt gar nicht mal so tief unter. Offensichtlich haben sie gegen die Dark Angels gekämpft. Ja, und was man an der Stelle mit erwähnen sollte, das taucht halt in den Romanen
also für den Horus-Heresy-Roman auf. Curse nimmt Vulkan gefangen und quält und foltert ihn. Ah, stimmt, genau, an Bord eines Nightlord-Schiffs, Genau. um ihn in den Wahnsinn zu treiben. Na, das wird dann auch Richtig. später benutzt, um Engron zu kontrollieren, richtig? Genau das Schiff. Und er krallt sich halt Vulkan. Wie, weiß ich zugegeben auch nicht. Es wird, glaube ich, nie explizit erklärt, wie er ihn in die Finger bekommen hat. Aber er spielte, also da merkt man sozusagen, dass halt Curse nicht nur diese gebrochene Figur ist, sondern dass der durchaus auch so eine unglaublich sadistische Ader hat. Also der quält seinen Primarchenbruder auch mit Begeisterung, der hat da Spaß dran. Na gut, ich glaube, am Ende des Tages ist es natürlich dann gerade bei Curse so, dass er auch, sobald er diese Grenze einmal überschritten hat, geht damit ja auch eine große Freiheit einher. Ne? Diese Dinge, diese dunklen Impulse, die ganze Zeit in ihm waren, in dem Moment, in dem er den Imperator verrät und Nostramo zerstört ist, gibt es ja faktisch nichts mehr, was wichtiger ist als sozusagen diese Gewaltanwendung, ja, aus sich heraus. Genau. So als Selbstzweck. Richtig. Ho, genau, dann. Während dann umgekehrt kommt irgendwann der Punkt, wo Curse, und das taucht halt auch in den Horus-Heresy-Romanen auf, von Lionel L. Johnson gefangen genommen wird. Und dummerweise auf MacCragge entkommt. Stimmt, richtig. Er kämpft sogar gegen eigentlich alle Primarchs, bis auf Sanguinius, wo sie sich dann irgendwie Richtig. einigen. Genau, also im Endeffekt, er entkommt aus dem Schiff von Lionel L. Johnson. Lionel L. Johnson hat natürlich Geheimniskrämer und Verräter, der er nun mal ist. Erzählt nämlich dem Primarchen der Ultramarines vorher nicht, dass er Curse in seinem Schiff gefangen hält oder dass Curse auch nur entkommen ist. Und erst als Curse anfängt, Ultramarines umzubringen und sie feststellen, das ist kein normaler Gegner, dann rückt er mit der Sprache raus. Und der Primarch der Ultramarines ist echt, echt angesickt auf Lionel Johnson. Ja, die beiden gehen aber auch echt nicht gut zusammen. Nee. Genau. Dann Belagerung Terras. Tatsächlich, also während der Horus Heresy werden die Night Lords noch als Terrorwaffe eingesetzt, wenden sich keinem der Chaosgötter als Einzelnes zu, sondern eher Richtig. so Chaos als Konzept sozusagen. Auf Terra kämpfen sie hauptsächlich nicht um den imperialen Palast, sondern werden primär gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt und ja, keine Ahnung, schließen sich da vermutlich mit den Emperor's Children zu irgendwelchen Partys zusammen. Jagdtrupps zusammen, genau. Ja. Wobei, und das ist ja auch im zweiten Roman von den Siege of Terra Sachen nett beschrieben, sie gehören halt zur, ich glaube, zweiten Angriffswelle auf den eigentlichen Palast, nachdem die Death Guard die Mauern erfolglos bestürmt hat und werden halt auf den Mauern des Palastes zurückgetrieben und geschlagen. Also sie schaffen es halt nicht, diese Bresche zu erzielen. Das ist ein massiver Luftlandeeinsatz, den sie da fahren. Also praktisch, sie greifen nicht vom Boden aus an, sondern Dropships, Flieger, Landungskapseln, dazu halt jede Menge Sprungtruppen. Die sind zu dem Zeitpunkt schon an dem Punkt, wo die Raptoren, also ihre spezialisierten Sprungtruppen, die schon stark mutiert sind, die halt wirklich aus dem All abspringen und halt ungeschützt einfach auf den imperialen Palast niederstürzen und von oben angreifen. Das geht halt nach hinten los, weil Sanguinius der Meinung ist, ich mische mich da jetzt ein, ihr kriegt jetzt die grobe Kelle. Ja, genau. Das ist in der Tat ist das auch, fand ich, einer der schönsten eigentlich fast schon Momente des ganzen Buches, na, wo man sozusagen diese Zersplitterung der Chaos oder der ans Chaos gefallenen Verräterlegionen sieht, die im Prinzip ja einen eigentlich sehr, sehr gut geplanten und sehr strukturierten Angriff durch ihre eigenen teilweise Unfähigkeiten oder durch ihre Unfähigkeit klar zu kommunizieren und auch ihre eigenen Schwächen zudecken zu wollen, am Ende völlig zerfasern lassen und gerade die Night Lords dann natürlich irgendwie an massiver Selbstüberschätzung leiden in dem Moment, in dem ihr Gegner auf einmal eben keine Furcht mehr kennt, sondern andere Space Marines sind. Das ist finde ich, ein ganz, ganz schön gezeigter Moment gewesen, dass die Night Lords eigentlich, wenn es zu diesen
Space Marine Tagesgeschäft-Sachen geht, eigentlich fast schon die schwächste Legion sind, die man irgendwie hat. Und diese Terrorwaffen natürlich aber gegen andere Gegner hochgradig effizient sind. Muss ich an der Stelle hinzufügen, die oberste Befehlsriege der Night Lords ist an der Belagerung Terras nicht beteiligt. Curse ist nicht da, weil der sich halt gerade im Reich von Ultramar mit Rubaut und Co. prügelt. Und auch sein First Captain ist bei der Belagerung Terras nicht dabei, weil der Painted Count ist der Anführer der Night Stimmt, Lords bei der Belagerung. richtig, ja. Na gut, okay, und der ist vielleicht nicht unbedingt die beste Person, um sowas anzuführen. Richtig. Der überschätzt sich ja dann doch so ein bisschen. Minimal. Genau. Ja, also genau, sie sind halt während der Belagerung nicht, also irrelevant sind sie natürlich nicht, weil sie natürlich einfach trotzdem immer noch Astartes sind. Aber so wirklich entscheidend sind sie bei der Belagerung halt dann doch eher nicht. Ja, genau, also das ist tatsächlich, und ich glaube, diese generelle Idee einer sozusagen letztlich der Legion, die eigentlich nicht so richtig gebraucht wird und die auch nicht so richtig zu der Zeit passt, in der man sich befindet. Ne? Zuerst Unification Wars, wo es eigentlich sozusagen diese Aufbruchsstimmung der Menschheit erzeugt werden soll, dann der große Kreuzzug, die größte Stunde der Menschheit und dann eben die Horus Heresy, wo ja letztlich fast schon es um die Seele des Imperiums geht und überall in all diesen Schlachten haben die Night Lords eigentlich keinen echten Text. Also sie werden da immer so reingezogen und sind dann halt auch da und versuchen, ihre Terrortaktiken irgendwie nutzbringend auf eine Situation anzuwenden, die eigentlich nicht hundertprozentig zu ihnen passt. Das ist Richtig. ganz dafür, aber wie gesagt, alles, was danach kommt, dafür sind sie top vorbereitet. Also Und sagen, da funktioniert sie dann großartig, auf jeden Fall. genau. Aber dann sind wir auch schon bei dem Punkt, was ist denn nach der Belagerung? Und Ja. da ist es ganz spannend, weil sie was völlig anderes machen als die ganzen, in Anführungsstrichen, Chaos-Legionen. Genau, denn der Plan ist zuerst einmal, dass sie tatsächlich in dem zersplitterten und zerbrochenen Imperium versuchen, einen eigenen Herrschaftsbereich zu sichern und unter Conrad Curse in den östlichen Spiralarmen ein eigenes Reich aufbauen wollen, um etwas für sich zu haben. Das scheitert aber. Und jetzt, ich weiß, Gregor, weißt du, wie die Frau hieß? Aus dem Steg, du meinst diese Seherin? Nee, die Kalidus-Assassine, die ihn tötet. Ah, Denn M'Shen oder M'Shen, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. sagen wir Emschen, das klingt schöner. Genau. genau, denn Conrad Curse wird allegedly, auch da ist das Lore sich nicht ganz einig, von der Kalidus-Assassine Emschen, die von den Hohen Lords zu Terra entsandt wird, umgebracht. Und mit dem Tod des Primarchen zerfällt die Legion. Dabei ist natürlich ganz wichtig zu sagen, dass die Kalidus-Assassine Curse nicht überrascht oder ihn im Kampf tötet, Richtig. sondern er sich da, ja, Er Gregor, sich ich in glaube. sein Schicksal ergibt. Er weiß, dass sie kommt, er weiß, dass sie ihn umbringen wird, weil er es in seinen Visionen gesehen hat. Und er sagt aber auch, das ändert nichts. Das wird das Problem, das meine Legion und ich darstellen, nicht lösen. Ja, womit er natürlich auch irgendwo tatsächlich fast, also nicht nur recht hat, sondern ich finde auch, das ist so eine schöne, tatsächlich eigentlich eine sehr, sehr schöne Aussage. Ne? Dieses, wenn ich vorbei bin, bedeutet das nicht, dass es um ist, sondern das, was der Imperator da erschaffen hat, verfolgt euch die nächsten 10.000 Jahre, weil ihr einfach Deppen wart, uns überhaupt an der ersten Stelle auf die Welt loszulassen. Und jetzt, wenn ich nicht da bin, wird es eher schlimmer als besser, weil die Leute sich dann halt noch weniger Kontrolle ausgeübt wird letztlich. Genau. Genau, nachdem, ja? Ja, sprich du erstmal. Nach dem Fall des Primarchen zerfallen die Night Lords auch sehr, sehr vorhersehbar in viele kleinere und kleinste Warbands und beginnen sich gegenseitig zu zerfleischen und gegeneinander Krieg zu führen. Vornehmlich natürlich erstmal um die Vorherrschaft in diesem ja, Reich, das sie da erschaffen wollten. Und dann auch aus Eifersüchteleien und natürlich, weil sich ihre Gewaltsüchte da einfach Bahn brechen. Und als dann schließlich die Ultramarines und die zerschlagenen anderen Space Marine Legionen eintreffen, um die Verräterlegionen endgültig zu vernichten, ist es dann so, dass auch die Night Lords sich schließlich in das Auge des Schreckens zurückziehen. Genau.
An der Stelle sozusagen Ergänzung, auch wenn das zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb dieser 10.000 Jahre erfolgt. Einige Kriegerbanden der Nightlords tun sich dann trotzdem nochmal zusammen, um noch so einen Versuch eines eigenen Reiches zu starten. Und die Nummer geht in einem Ausmaß nach hinten los, mit dem sie gar nicht gerechnet haben, weil sie das schon zu dem Zeitpunkt, als die loyalen Legionen sozusagen zerschlagen sind und nur noch in Orden aufgeteilt unterwegs sind. Der Primarch der Ultramarines ist zu dem Zeitpunkt in Anführungsstrichen tot. Er sitzt da halt in Stase auf seinem Thron auf McCraggle. Die gesamten Nachfolgerorden der Ultramarines, und das sind ja dann doch so ein paar, tun sich zusammen für einen gemeinsamen, massierten Angriff auf praktisch die Herrschaftswelt dieses Nightlord-Imperiums. Das bedeutet, du hast plötzlich etwas, was sonst nach der Horus-Heresie eigentlich undenkbar ist, nämlich dass 30, 40, 50.000, Space Marines gemeinsam koordiniert einen Angriff starten. Das findet da nochmal statt, weil die Ultramarines, und ihre Nachfolgeorden gemeinsam auf die Nightlords losgehen. Ah, okay. Das ist sehr lustig, dass auch die Ultramarines so was Ähnliches wie ein Last Void Protocol haben. Jein, also das ist sozusagen nichts, was standardisiert ist im Gegensatz zum Last War Protocol, sondern ist ein offenbar auch aus Verhandlungen zwischen den Chapter Mastern etc. entstanden ist. Wir müssen die loswerden. Ein einzelner Orden kriegt den Planeten auch nicht in der Form blockiert, dass die Nightlords nicht einfach abhauen, sondern wir müssen halt wirklich massiert Flottenblockade und dann halt wirklich einen Landeangriff, eine Sturmlandung durchführen in einer Größenordnung, dass die Nightlords das nicht aufgefangen bekommen. Und Und das ziehen die halt durch. das geht dann, ich nehme an, sehr positiv für die Ultramarines aus. Ja, also die Ultramarines gewinnen, die zahlen einen richtig hohen Blutzoll, sind aber am Ende erfolgreich, zerschlagen praktisch dieses Mini-Imperium. Und es gibt natürlich trotzdem Nightlords, die entkommen. Wie sollte es auch anders sein? Aber das trägt halt sozusagen nicht dazu bei, dass die Nightlords in irgendeiner Form als geeinte Front und geeinte Gruppierung arbeiten. Das findet halt einfach nicht statt. Punkt. Es gibt jede Menge gegenseitige Schuldzuweisungen, das war's aber auch. Ja, na gut. Überraschung, Überraschung. Nicht gut gelaufen. Ja, Ja, aber nee. ich finde es ganz generell, wenn wir jetzt über die Night Lords sprechen, ich versuche ja immer so ein bisschen, wenn ich mich in so ein Thema eindenke, mich auch in diese entsprechende Legion oder den entsprechenden Themenkomplex zu verlieben, ne? Und also das ist ja die ganze Idee auch hinter diesen Why Is It Cool Videos, dass man halt irgendwie herausfindet, was man daran eigentlich mag und was man großartig findet. Und ich muss ehrlich sagen, gerade habe ich so ein bisschen ein vages Mitleids Gefühl ob der Tatsache, dass sie mir ein wenig wie die Prügelknaben des 40K-Universums vorkommen. Also irgendwie, Nein. meinst du nicht? Also irgendwie war da jetzt noch gar nicht, also da war irgendwie noch gar nichts dabei, wo ich gesagt hätte, okay, das ist jetzt wirklich badass und cool und da haben sie voll was gerissen und Sie brillieren halt dann, wenn sie halt nicht einfach in einen Krieg geworfen werden als Frontschwein. Also sozusagen eine Taktik wie die der Death Guard funktioniert für die Night Lords halt stumpf nicht. Wenn man sie da reinschmeißt, dann sind sie natürlich unterlegen und dann sagt man halt auch so, ey, was könnt ihr überhaupt? Aber sie sind halt im Grunde genommen das, was jetzt im aktuellen 40K-Kontext als Truppen die Reavers sind, als primäres Truppen. Sie werden losgeschickt, Angst und Schrecken verbreiten und dann wieder im Dunkeln verschwinden und darüber Schaden anrichten. Und das können sie halt auch wirklich, wirklich gut. Also damit sind sie auch erfolgreich. Aber so eine planetare Belagerung ist halt einfach nicht ihr Stil. Das funktioniert für sie einfach nicht. Ja, genau. Und das ist, ja, ich weiß es gar nicht. Ich muss mal die Bücher oder ich muss da mal reinschauen. Ne? Ich habe jetzt auch, um ehrlich zu sein, nur den Painted Court als Painted Count als Night Lords Charakter tatsächlich mal gelesen. Der Servatar scheint ein ganz Genau, scheint eine ganz großartige das Figur ist, zu sein. ja, der Servatar ist halt der First Captain. Das ist halt echt ein übler Typ. Und was ich halt ganz klar empfehlen kann, das gehört meines Erachtens, gehören die auch zu den besten Romanen, die für 40K, für Chaos und für Space Marines grundsätzlich erschienen sind, ist die Night Lords Trilogie. Die ist wirklich gut geschrieben, das ist weitaus mehr als das übliche standardisierte zweidimensionale Bolterporn. Das waren so Romane, die habe ich
mehrfach gelesen, weil die Figuren gut geschrieben sind, weil die eine eigene intrinsische Motivation haben, weil du einfach nachvollziehen kannst, warum die handeln, wie sie handeln. Okay, Und cool. sozusagen, was auch dieser 10.000-jährige Krieg mit ihnen macht. Dann wäre das ja tatsächlich vielleicht mal was, was ich angehen könnte. Dann lade ich mir das heute gleich noch runter. Ich wollte eh Mach für das, heute Abend. kann ich durchaus. Also, das sind 40K-Romane für Space Marines, wo ich sage, die sind wirklich, wirklich gut geschrieben. Alles klar, top. Dann wären wir, glaube ich, hier auch mit 45 Minuten gut zu Ende tatsächlich, Wollte ne? sagen, Da. das passt in unsere Planung eigentlich hervorragend rein. Top. Dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören und Gregor, danke, dass du wieder da warst und Sehr mit gerne. mir über dein gigantisches Wissen über Chaos Space Also Marine Legionen zur ich bin Verfügung ein gestellt bisschen hast. beunruhigt, wie viel ich über den Scheiß dann doch weiß. Das ist, ja, es ist tatsächlich, ich habe auch immer das Problem, was man irgendwie mit seiner Lebenszeit gemacht hat, ne? Aber am Soll Ende das begreift. denn jetzt heißen? Na, also, Mal ich habe ganz eigentlich nur so vorsichtig gesagt, mitgeredet, Kollege aber. Schulte. Nee. Okay, Leute, wir wünschen euch einen schönen Abend, Tag, wann immer ihr das anhört und Genau. bis bald. Tschüss.